Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Ja, ein neuer Tag hat begonnen. Ich schaue mal an, guck an, was los ist, ob wir was machen können. Düngen und so. Erstmal gucken wir Mischwurde. Ist voll. Silage ist voll. Heu ist gut gefüllt. Stroh könnten wir reinfahren. So. Aber da Mischwurde voll ist, hat es ja keinen Zweck, dass wir da jetzt was groß reinfüllen. Hier rumstehen. So, gucken wir ganz kurz an. Menü. Tiere. Also Erntezeit ist halt noch nicht. Außer Pappeln und so. Noch geht auch nicht. Tiere. Und zwar Schweinestall. Kuhstall, Milchhof und Milchhof 2. So, Plan. Hab ich einen Plan? Nö. Als erstes Tiere umstallen. Das ist das erste, was ich vorhabe. Zwei Kühe zu ihren eigenen Stall, die Kälber. Und die der macht nichts. Gleich mal korrigieren. Also, der soll ja Milch fahren. Also, der Punkt ist verkehrt. Wir gucken, wie der Punkt heißt. Milch, Belan. Also, ja, ein Stück weiter vor. Hat er gar nicht. Müsste eigentlich hier auch funktionieren normalerweise. Milch kaufen will ich. Wir müssen Milch kaufen. Na klar. So. Gut. Erledigt. Milch da. Ja. Milch ist da. Das heißt, wir müssen den Fahrer mal neu starten. Sonst wird er nicht los. So, lass mal eine Runde fahren. Jetzt fährt er halt zur Molkerei und ich würde die Milch vom Stall fahren. So, jetzt geht's, das ist Punkt 1. Dann LKW schnappen für. Ja. Fahren wir noch zum Kuhstall mit einem LKW ohne Anhänger und schauen wir. Da so ein. Das können wir jetzt ausmachen normalerweise, das ist irritierend. Ich kann es aber lassen. Denn irgendwo habe ich jetzt ein LKW für Tiere. Wahrscheinlich bei den. Ja, wahrscheinlich. Bei den Schweinen. Ich nehme eine Tastatur. Bei den Schweinen auch nicht. Wo ist der? Dann ist doch unter der Halle. Boah, das kann ja nicht sein. Denn die Tiere müssen gefüttert werden. Aber, das ist ja der Logik dabei, müssen wir mal umstallen. Dann können wir nicht sagen, okay, Futter geht da rein, so und so viel. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Ausmachen. Aus. So, normalerweise hängen wir hier vorne bei den Kühen. Das tut man nicht so, ne? Ah! Vorbeigefahren. Ja, wenn er nicht da steht, wo er stehen sollte, ne? Dann müssen wir noch sehen, ob wir heute noch düngen. Wahrscheinlich ja. Dünger ist angewiesen, Düngen auf den Tropfenfeldern, Graswiesen. Aber das machen wir nächste Folge. So, auf geht's zu den Kühen, zu den Milchkühen und laden mal die ganzen Kälber raus auf den Stall hier. Die Jungtiere und Kälber und bringen die halt zum nächsten Stall. Ein paar Meter weiter halt, ne?
gucken. Weggerollt. So, die 46 Kilo Tiere. Also die 0,1, 0,4 Jahre alten, das ist auch schon so ein sehr alter Boy. Die 3,8 bleiben da. So, 06, 06, 06, 06. Mal gucken. Ob da unten auch noch Junge bei sind? Wahrscheinlich. So. 3,8, 3,8. 4,1. 4,1 sind die, oh, noch älter. Das sind die ersten Kühe, die wir gekauft haben. So, da haben wir 06 und 05, 05. Männlich, männlich, weiblich, weiblich, männlich. Mal schauen. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine junge, keine ältere Kuh überschiebe. Das wäre nicht gerade ideal. Dann kommt es durcheinander. Das will auch keiner, ne? Ist voll, dann wären noch 2, 3. Ein paar schon. Das sind alles alte Kühe. Also eine Fuhr ist noch. Also ein paar Stück sind noch. So. Gehen wir rüber, hier brauchen wir nicht gucken. Mittlerweile gibt es schon einen neuen Stall von Castor. Den großen. Mit 2000 Tieren. Und mit der automatischen Fütterungsanlage. Werde ich erstmal nicht machen. Weil. Wer soll die 2000 Liter Milch verarbeiten? Sieht der von 2000 Kühen verarbeiten, das ist so die Milch. Das ist ja eigentlich fast unmöglich. Wir haben ja jetzt schon zu tun, ne? Unsere Molkerei kommt ja kaum hinterher. Schauen wir mal, ganz unten mal gewesen. Ja, da. Alles weiblich. Ja, schön. In einem Stall dürfen durchaus auch. Da haben wir schon eine so viel. So, vom Preis her passt. Gut. Da werden alle Kälber jetzt im neuen Stall. Ich muss nur ganz kurz hier ausladen. Gehen wir auf 1 Geschwindigkeit. Weil die müssen immer Futter kriegen, ne? So, jetzt fahren wir rüber zum Saumstall. Dann holen wir die Ferkel vom Stall. Nummer 1 zu Stall 2. Unser Weizen und Gerste ist noch nicht reif. Das wird morgen im Sommer reif. Also laut Termin, boah. Also wird heute nicht funktionieren. Aber keine Geduld, heute will noch gedüngt werden. Ne? So. Gedüngt. Futter müssen wir noch, Wasser geben, Stroh. Das ist alles heute ganz wichtig. Heute zu warm, der Rechner.
So, Schweine mit wenig Gewicht, ne? Also die kleinen. Schweine gehen ein paar mehr rein, Anhänger. So, 14 Kilo, das sind alles junge Tiere. Ich befürchte ja fast, dass wir bald wieder welche zum Schlachthof fahren können. Ist alles Wurst und Fleisch für die Zukunft, ne? Also 0,2, 0,3. Die Älteren müssen schon bald Jahre alt sein, ein paar Jahre schon. Wahnsinn. So, rüber geht's. Ja, nebenbei wird noch nicht so gut. Zur Papierfabrik. Fabrik. Papierfabrik gefahren und Weg zur Molkerei. Einer fährt noch mit Heu. Scheint aber entweder das voll oder das auch sein könnte, dass kein Heu mehr da ist. Das Heu im Lager bleibt immer drinne. Ja, die Touring-Karte ist Release Oktober. Gibt jetzt ein offizielles Video dafür, also kann ich jetzt sagen, Oktober. Das heißt für mich Planänderung für Thüringen, und zwar, dass wir da das Häckselgut in den globalen Markt fahren werden. Weil ich befürchte, wir kriegen keine Silage mehr fertiggestellt und dann müssen wir das sowieso alles komplett dann. Dann kriege ich es nicht, Anführungszeichen, zurückzuschnallen, ne? Also muss man ja sehen, dass da das, was da ist, verfestigen, also verdichten. Und isolieren lassen zumindest, den Rest fahren wir im globalen Markt. Das so Thüringen. Wegen dem Mais. Ansonsten müssen wir jetzt den ganzen Lager leer machen und in den globalen Markt reinfahren. Das können wir hier kaufen, müssen wir aber nicht, ne? Wir können ja auch später. Oh, das ist gewesen. Wir können ja auch später nachher die Waren zurückkaufen. Macht ja auch Sinn, wenn wir was brauchen, dass da entsprechend auch was verkaufen, einkaufen, ne? Guck mal, 0,3. Ist ja fast schlachtreif. Fast. So viel da. Der Wahnsinn. Ich muss dann noch vorgeben, die Lenkung aktivieren. Das ist nämlich ganz schön blöd mit Tastatur. Aber gut, jetzt geht's noch. Was ich machen werde, ist wahrscheinlich alles mit Auto anschließen, damit wir da automatisch füttern können, ne? Das ist nämlich ganz schön blöd. Bei der hohen Anzahl ist es gut, wenn wir das automatisch machen würden. So, weiter her. Da müssen noch mehr sein. Ich glaube, 64 Schweine gehen hier rein. Ja, ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Ist ja wieder Montag, ne? Ich habe Frühstück. Muss früh aufstehen.
frühe Aufstehen gefällt mir gar nicht. Das frühe Feiern machen schon. So. Gucken wir mal. Gut, die Tiere mit 3 Jahre alt, das sind ja alles Muttertiere. Und jetzt fangen wir mal an mit die Jungen, die 0,0. Da haben wir etliche, ne? 0,1. Kann ich alle beruhigt rüberfahren. 3,1 das hier. Muss ich aufpassen. So, jetzt haben wir 3,1, das sind die älteren Tiere. Das ist eine Tiere, die Ferkel bekommen. Also junge Schweine, also ganz kleine. Und die muss ich noch überfahren. Denn die müssen mit 0,5 zum Schlachthof. Und Anhänger Nummer 2. Das bestätigt. Leer. Blocking. Da bin ich neu. Dämmer können wir auf Verkauf einstellen. Oder, naja, gut, eine Roll können wir rausfahren. Wir haben den Traktor. Und vorbereiten. So, neuer Versuch, ne? Runter bis. So. Jetzt die 0,0, also die ganz jungen Tiere. Das machen wir jetzt bis soweit wie es geht und dann können wir ja die anderen 0,1 Tiere, also die Jahre alt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beim nächsten Mal mitnehmen, also übernächsten Mal wieder fahren. Jetzt haben wir jetzt die ganz schweren von drinne. Das sind mal die ganz wichtigen, also die nicht unbedingt. Denn beim nächsten Mal, ja, morgen, wenn die Ernte läuft so nebenbei, können wir mal Schweine zum Schlachter fahren, ne? Das sind so eine Aufgaben, die können wir kein delegieren, ne? So. Hauptsache der Stall ist nicht voll. Das wäre ganz schön schlecht. Gut, bestätigt leer. Leer. Fertig. Dann können wir den Anhänger zum Hof zurückfahren. Ich sage nochmal schon mal Tschüss. Und ciao, ciao. Ja, ich wünsche auch noch einen schönen Resttag. Hinweis in eigener Sache. Um 14 Uhr kommt eine Thüringenkarte. Wer möchte, wer kann, wer will, Lust hat. Ist auch interessant, sagen wir so, ne? Ja, würde mich freuen, wenn ihr jemand reinschaut. Sag mal Tschüss, ciao und Hinke. Und danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Morgen oder übermorgen. Je nachdem, wie Lust und Zeit habt. Tschüss.